Die Digitalisierung ist allgegenwärtig und ist auch im Bildungsbereich nicht mehr wegzudenken. Daher setzt das Land Oberösterreich gemeinsam mit der Wirtschaftskammer bereits in der Schule auf eine technische Ausbildung. Wir stehen heute in Oberösterreich vor einer Arbeitskräftelücke von über 30.000. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass wir hier ansetzen. Und ein so ein Ansatz ist, dass wir gerade im technischen Bereich, wo uns die Leute ganz besonders fehlen, dass wir dort den jungen Menschen die Welt aufmachen, ihnen zeigen, welche Chancen es hier in Zukunft gibt. Weil die Digitalisierung wird auch alles verändern. Es werden Berufe wegfallen, die es heute noch gibt, die wird es morgen nicht mehr geben. Rund ein Viertel aller Schüler in Oberösterreich haben sich derzeit auf die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik spezialisiert. Nun will das Bildungsland Nummer 1 einen digitalen Schwerpunkt setzen und so noch mehr technisch neue Mittelschulen im Bundesland schaffen. Beim Thema Digitalisierung geht es darum, dass man einen Schwerpunkt am Schulstandort auch legt. Das heißt im Schulprofil, in der Schwerpunktsetzung der Unterrichtsfachgestaltung, das Thema Digitalisierung in unterschiedlichen Fächern auch behandelt. Nicht nur in einem Jahr, sondern in allen 4 Jahren, dass sich die Pädagoginnen und Pädagogen auch in diesem Bereich aus- und fortbilden. Das heißt, hier gibt es unterschiedliche Kriterien, die zu erfüllen sind, aber das ist nicht schwer, sondern in vielen Fällen wird es so sein, dass man sagt, ja, das haben wir ja selbstverständlich schon, weil uns die Zukunft der jungen Menschen ein Anliegen ist. Bis zu 20 neue TNMS-Standorte werden mit dem neuen Digitalisierungszertifikat erwartet. Gelingt die Bewerbung des digitalen Schwerpunktes in den Schulen, so könnten die derzeit 18 technisch neuen Mittelschulen schon nächstes Jahr auf 38 ansteigen.